Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde und Tabakgenießer. Heute mal wieder ein kleines Video mit ein bisschen anderem Ambiente, wie man sehen kann. Gar nicht mal ursprünglich gedacht für das Video, aber ich hatte vor kurzem Rollenspiel und habe meinen Hintergrund einfach mal wieder nutzen wollen, um so ein bisschen Ambiente darzustellen und ein bisschen rumexperimentiert. Und ich muss sagen, man sieht leider noch so ein bisschen diese grünen Linien. Das hatte ich schon mal besser hingekriegt, aber ich sag mal, für meine Zwecke jetzt hier wird es vollkommen reichen. Ja, gehen tut es heute um einen alten Kameraden, zum einen, weil es den Tabak schon länger gibt. Ich kann gar nicht sagen, wie lange, aber auf jeden Fall länger, als ich Pfeifenraucher bin. Und gut, das ist jetzt auch nicht so viel, es wären bald 10 Jahre. Auf jeden Fall lange genug, um ihn mal wieder aus der Versenkung vorzuholen. Aus dem Grund, weil es ein Tabak ist, den ich vor etwa 8, 9 Jahren sehr, sehr gerne geraucht habe. Und wie das so ist, überlegst, was hast du noch in deiner Tabakbar, schaust mal durch, findest alte Kräuter. Und nein, ich habe jetzt keine uralte Dose wiedergefunden, wie es bei meinen Daniels oder anderen Tabaken ist, sondern vielmehr habe ich mich an den Tabak erinnert, an einen der etwas wärmeren Tage, die wir nun mittlerweile schon hatten. Klar, nicht heiße Tage, aber doch wärmere Tage. Dieser Tabak ist eben der, Moment, die Einschränkungen sind ja anders, der Bentley Orange Oriental Type. Ich kann mich entsinnen und ich muss auch nochmal ehrlich gestehen, dass ich nachgeguckt habe. Ich habe am 19.07.2012 mein erstes Video oder bis dato natürlich logischerweise einziges Video zu diesem Tabak in den Äther gehauen. Hatte echt gutes Feedback. War mehr oder minder eins meiner ersteren Videos, damals noch mit meiner damaligen Freundin in unserer ersten gemeinschaftlichen Wohnung. Alter Falter, da werden Erinnerungen wach. Und ich weiß noch, dass ich diesen Tabak, abgesehen davon, dass ich ihn sehr, sehr gerne mochte und offensichtlich immer noch mag, zum ersten Mal, glaube ich, mich zu entsinnen, auf unserem Balkon geraucht zu haben. Es war warm draußen, es war schön. Wir hatten ja davor so eine richtig riesige Wiese, ein paar Bäume drauf, direkt am naja, was man hier in Braunschweig Wald nennen mag. Das Ambiente war halt schön. Es war ruhig draußen. Man hat die Vögel gehört. Leichter Wind, wie gesagt. Ja, war an sich ein sehr, sehr schöner Tag. Und vielleicht hat es damals meinen Eindruck zusätzlich geprägt, dass ich einfach nur happy war. Bin auch jetzt happy, aber ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern. Und ich kann mich auch noch an die Pfeife dran erinnern, die ich mittlerweile leider nicht mehr habe. Die hatte ich damals verschenkt an jemanden, der es halt mal probieren wollte, so ein Lackmonster, aber super gutmütiges Polo-Shape. Ja, das war eine Polo. Ich glaube, von Castelli war die. Aber darum soll es nicht gehen. Ich glaube, bei den alten Kameraden neige ich dazu, so ein bisschen ins Schwärmen zu kommen. Ja, wie gesagt, damals die Dose. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, in meinem Video, ich habe jetzt noch mal ganz kurz überflogen, habe ich bestimmt auch den Preis erwähnt, war noch damals so eine schöne Runddose. Und die hatte einen echt hässlichen orangenen Aufkleber, auf dem auch drauf stand Orange Oriental Type. Und ich glaube, ich hatte sie mir damals gekauft, weil ich dachte, orientalisch klingt ja geil. Orange, da ist bestimmt Orange drin. Ich weiß nicht, ob ich vorher nachgeguckt habe. Ich kann es mir echt nicht mehr sagen. Aber mit Orange, also als Frucht, hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber naja, gut. Nichtsdestotrotz damals den Tabak gekauft und von Anfang an ins Herz geschlossen und den unheimlich gerne geraucht. Nicht jeden Tag, das ging nicht, weil gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich noch überwiegend Aromaten geraucht habe, ging naturnah nicht immer. Und ich sag mal, der Orientanteil in diesem Tabak, der war nicht oder ist nicht unbedingt gering. Ich kann mich entsinnen an eine Mische, die mal ein Freund gemacht hat. Den hatte ich auch mal in einem meiner Videos, Stefan. Mittlerweile auch kein Pfeifenraucher mehr. Aber er hat alle Pfeifen aufgehoben, alle Tabake, die noch versiegelt waren, aufgehoben. Schon seit
2, 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Und warte darauf, dass er mal irgendwann wieder richtig Bock hat, dass wenigstens einer die Sachen aufhebt und nicht gleich weg, weg, weg. Und da er immer noch Raucher ist, denke ich schon, dass wir irgendwann mal wieder zusammensitzen und Pfeifchen mögen. Aber der hatte damals eine Mischung gemacht, wo er selber sehr viel gemischt hat, um einfach zu probieren, zu experimentieren mit, ich glaube, 40% Orientanteil. Und ich weiß noch, dass ich innerhalb von Sekunden meine Zunge belegt hat und das einfach nur widerlich war. Aber es war ein Experiment. Und bei diesem Tabak, ich weiß den prozentualen Anteil nicht. Es muss sehr viel Orient sein. Aber ich sag mal von Profis so abgestimmt, dass ich nicht das Gefühl habe, als würde mir ein Teppich auf die Zunge nageln. Ja. Dieser Tabak, ich zünde mal nochmal mein Fläschchen an. Das ist der klassische Vorführeffekt. Jetzt ist mein Feuerzeug so ziemlich alle und ich glaube, ich habe hier auch keins liegen. Aber es ist egal. Was soll's. Oh, jetzt geht's ja. Muss auch mal wieder gereinigt werden. Ich überlege, wie lange ich das Feuerzeug schon habe. Ja, wie gesagt, in erster Linie eine Mischung aus Virginia, Orient und Latakia. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe in meinem Video, die Leute, die Angst vor Latakia haben, können ruhig diesen Tabak rauchen, weil der prozentuale Anteil von Latakia ist super gering. Also er schwingt ganz leicht mit. Und ich habe es damals verglichen, daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube auch in meinem Video habe ich das gesagt. So ein bisschen mit dem McBaren Latakia Blend, den ich einen Latakia Blender genannt habe, weil man merkt nur ganz, ganz am Anfang dezent, aber ultra dezent den Latakia. Und so auch in diesem Tabak. Aber hier ist Latakia ein bisschen mit drin und ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen runter. Also die ätherischen Öle, diese Geschmeidigkeit und leichte Säure, die sich in dieser Pfeife aufbaut. Und ich glaube auch, ja doch, ich bin mir sicher, ich hätte das Video nochmal vorher schauen sollen, aber ich wollte extra nicht gucken, um mich von meinem eigenen Video nicht beeinflussen zu lassen. Aber diese Säuerlichkeit, die mit den ersten Zügen mitgeht und länger auch mitschwingt, durch den Orient wird halt durch den Latakia so ein kleines bisschen noch in eine würzigere Richtung geschoben. Natürlich habe ich auch guten Anteil Virginia, aber ich habe nicht die, ich sag mal, das Kornfeld, das Schwarzbrot oder die grüne Wiese im Mund. Die Virginia-Süße persönlich für meinen Geschmack, für meine Geschmacksempfindung, verschwindet fast bis zur Gänze. Also vielleicht war das früher anders, jetzt ist es auf jeden Fall so, wie ich es im Moment beschreibe. Aber das ist nicht schlimm, weil ich möchte hier auch nicht unbedingt einen Virginia, wollte schon sagen Flake, ich rauche momentan sehr viel Flakes, keinen typischen Virginia rauchen, sondern mal ein bisschen was anderes. Ja, das Döschen, man sieht es im Hintergrund. Hier nochmal einigermaßen, naja, ausgeleuchtet nicht, die Lampen doll knallen hinten drauf auf meinen Screen. Ist eigentlich recht schick. Ich habe mir das bei Pfeifen Heinrich geholt. Wollte halt eine von diesen kleinen Runddosen, aber die gab es nicht mehr und die waren so super lieb. Hier nochmal ein Dankeschön raus, mir eine 100er zum Preis 250er zu schicken, weil sie einfach nicht rangekommen sind. Aufgrund unserer momentanen Situation ist es wohl auch für die Tabaklieferanten ein bisschen tricky. Was mich zwar ein bisschen wundert, weil durch die Post, durchs Verschicken, ist es ja der direkte Kontakt mehr oder weniger weg. Aber ja gut, ne? Schwierige Situation. Das Schöne an dieser Dose, abgesehen davon, dass die Aufmachung, Sekunde, ich muss mal gerade einen meiner Screens so ein bisschen wegschieben. So, dass die Aufmachung recht schick gemacht ist, mit einem Deckel, den man öffnen kann und der einen nicht runterpoltert, ist, dass der Tabak richtig vakuumiert ist. Hier drin findet sich eine schwarze Zellophan, ich glaube, Zellophan ist aus Tüte, mit ordentlicher Mische drin. Ihr werdet es nicht, oh, ihr werdet es jetzt nicht sehen, aber ich knall euch gleich nochmal einen Tabakzettel rein. Wenn ich das aufmache, es ist sofort die gleiche Erinnerung. Ich weiß nicht, ob sie an dem Tabak nochmal was verändert haben. Die Feinheiten, da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern, aber der ist sofort ultra würzig. Ich habe das Bedürfnis, wirklich den mitzunehmen, mich an Lagerfeuer zu setzen, 2, 3 Steaks reinzuknallen oder Bratwurst oder scheißegal und dann diesen Tabak zu rauchen. Weil der rauchig nach Lagerfeuer riecht.
Aber nicht Latakia Hammer, wie ich es vorhin beschrieben habe, sondern einfach. Da läuft einem der Sapper im Mund zusammen, wirklich. Also, appetitlich wäre natürlich das Wasser im Mund, ja, aber deutsch gesprochen, absolut der Oberhammer. Und neben dieser Würzigkeit, ich denke, das liegt an dem Orient-Tabak auch. Ich habe schon so einen gewissen süßen Geruch dabei. Das ist kein Aroma, das ist der Tabak einfach selbst. Und das war es dann auch schon. Da ist nichts weiter dabei. Den Latakia schmecke ich mehr, als dass ich ihn rieche. Und wie gesagt, super dezent. Also so angenehm, so lecker. Ja, der Nachteil an der Dose ist, der Warnhinweis ist super fest. Also ich habe den mit, kannst jetzt hier ins Spiegel, kann das vielleicht ein bisschen erkennen, wo er war, mit Alkohol lösen müssen. Hier drin ist dann auch nochmal von wegen Potenz und bla bla bla. Es ist schön, dass ich die Tabakindustrie über meine Genetik und Fortpflanzung so eine Sorge macht. Bin ich von Herzen dankbar. Ja, und hinten, wie gesagt, relativ stinknormaler Aufdruck, beziehungsweise Aufkleber, der aufgeklebt ist. Sagt eigentlich nichts drauf, nichts aus, außer wo Bentley halt seinen Sitz hier in Deutschland hat. In Bünde. Interessant. Und ja, die Dose an sich, das Design, muss ich sagen, im Vergleich zu der hässlichen orangen Dose, die später mal das Cover in der Farbe, glaube ich, in den gelben, ockerfarbenen Ton geändert hat, wenn ich mich recht entsinne, ist mittlerweile richtig schick. Für meinen Geschmack, es ist zwar ein bisschen sehr klassisch und es wirkt schon wieder retro, aber irgendwie schon wieder viel zu modern. Aber gut, das liegt vielleicht daran, dass ich subjektiv halt einen alten Kameraden hier in den Händen halte. Ja, das Tabaksbild, das, was viele von euch, denke ich mal, interessiert. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Wartet mal. Zack, da haben wir es. Wunderschön. Es ist in der Tat so orange, vielleicht sogar noch ein Tucken orange, als es hier dargestellt ist. Man sieht auf jeden Fall, denke ich, wartet mal, die Virginias. Es ist überwiegend Virginia, denke ich. Es ist schade, dass ich kann euch zwar das Bild schicken, aber noch nicht den Geruch. Wenn ich euch den Geruch schicken könnte, also ich würde mal sagen, ein Drittel von euch ist wahrscheinlich sofort begeistert. Einfach weil das der absolute Oberhammer ist. Es ist oh, diese Würzigkeit, dieses Leckere. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Ja, wie gesagt, angepriesen wird dieser Tabak als ein englischer Tabak. Englisch muss ja nicht unbedingt Latakia enthalten. Hier ist natürlich ein bisschen Latakia drin. Von der Stärke. In den meisten Foren wird er beschrieben als leicht bis mittel. Und ich glaube, damals habe ich das ähnlich gehalten. Ich war natürlich noch nicht so, naja, Latakia-resistent bin ich bis heute nicht, aber Latakia, Entschuldigung, nikotinresistent. Aber damals beschrieben hatte ich ihn, glaube ich, als maximal mittel. Und ich wollte sagen, ich meine, da ich ihn jetzt gerade rauche, es ist früher Morgen, ich habe noch nichts gegessen, außer ein Glas Wasser getrunken. Und ich kann den wegsmögen, als wäre es nichts, würde ich ihn mittlerweile eher als leicht einstufen. Also für mein Empfinden, aber ich denke mal, vor ein paar Jahren leicht bis mittelstark kommt gut hin. Gegen Ende wird er ein Tucken kräftiger, aber ist immer noch super bekömmlich. Die Säure bleibt erhalten, aber er entwickelt schon eine gewisse Form von Cremigkeit. Damals war das, wenn ich mich entsinne, auch so. Aber ich habe ihn dahingehend ein Stückchen anders in Erinnerung. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich mein Geschmack verändert hat, dass ich vorher was gegessen hatte, wo ich das Video gemacht habe, ich weiß es nicht. Er bleibt neben seiner Cremigkeit, die er ganz sanft nur entwickelt, für mein jetziges Empfinden, bleibt er schon säuerlich. Also im Bild, sag mich mal, säuerlich die ganze Pfeife durch, aber nicht unangenehm wie, ja, keine Ahnung, diese Bonbons, die ganze Zeit sauer sind und irgendwann mal widerlich sind, es sei denn, man fährt total drauf ab, aber geschuldet durch die ätherischen Öle. Also ich würde den Tabak einem Anfänger grundsätzlich schon empfehlen. Aber er muss darauf gefasst sein, dass er sich hier bei diesem vermutlich hohen Orientanteil schon was ins Haus holt, was ja, ein etwas anderes Kaliber ist. Wie gesagt, Nikotin ist überhaupt kein Problem, aber säuerlich.
Ja. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, aber das vergesse ich gerne aufgrund dessen, man kann es ja sehen, es ist eine Ready-Rub-Mischung. Oh Gott, ich muss jetzt noch mal gucken, wie teuer der ist. Wartet mal. Sekunde. Da haben wir es. Im Moment 50 Gramm liegen bei 12,75, Stand 2020. Und 100 Gramm bei 24 Euro, also ein paar Cent weniger. Bentley ist schon teuer. Aber hier gibt es was, was echt lecker ist und was ich persönlich immer noch echt gerne rauche. Nicht jeden Tag, so wie damals, aber gerne zwischendurch. Ja. Wenn ich davon schon rede, jetzt habe ich richtig Bock auf Grillen. Naja, mal gucken. Vielleicht mal die Tage, wenn es wieder machbar ist, zur Not halt auf dem Elektrogrill. Scheißegal. Würstchen und kleine Steaks schmecken auf allen Geräten gut. Klar, auf einem richtigen Grill am besten, aber passt. Gut. Ja, in diesem Sinne, ein kleines Remake meines Videos von 2012. Ich muss mal nachgucken, ich kann gar nicht glauben, dass das schon fast 8 Jahre her ist. Ja, hatte ich auch ein paar Falten weniger im Gesicht, wobei ich werde einigermaßen ausgeleuchtet. Naja, solange es nur die Lachfalten sind. Zumindest keine Sorgen- und Zornesfalten. Herrlich. Echt einfach nur lecker. Ja, gut. Mein Video ist gerade schon fast an der 17-Minuten-Marke. Mein letztes damals war auch über 16 Minuten. Ich dachte eigentlich, ich fasse mich kürzer. Aber wenn man nostalgisch wird, oder wenn ich nostalgisch werde, ich könnte ja noch weiter ausholen. Aber besser nicht. Ist der falsche Ort, der falsche Zeitpunkt, aber vielleicht irgendwann mal. Kurzum, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und immer mindestens 2 Finger breit Tabak in der Pfeife. Haut rein und vor allen Dingen bleibt gesund.